Hi Laserfreaks, hier ist Kai von Schwarzer Feiß. In dieser Woche möchte ich euch von Ryunosuke Akutasagawa die Erzählungssammlung Rashomon vorstellen. In diesem Buch sind 26 Erzählungen versammelt, das meiste sind Novellen. Und viele dieser Novellen spielen von einem historischen Hintergrund, allerdings gibt es hier ganz viel zu entdecken. Es gibt historische Stoffe und die Protagonisten sind auch sehr unterschiedlich. Es geht von Künstlergeschichten über Soldaten, also so Kriegsgeschichten, Kriegserzählungen. Es gibt eine fabelhafte Kriminalgeschichte. Und es ist eine Novelle da drin, die fällt total aus dem Rahmen. Die hat mich so ein bisschen an Stanisław Lems Sterntagebücher erinnert. Zum 1917 rum, wenn ich es richtig weiß, wurden die Geschichten veröffentlicht. Nach Akutasagawa ist der bedeutendste japanische Literaturpreis benannt und es wundert mich nicht. Er ist ein super Stilist. Psychologisch ist es fein austariert, sehr genau beobachtet, auch sehr schonungslos. Um ehrlich zu sein, ist es zum Teil ein bisschen deprimierend. Nie langweilig, es ist wirklich eine riesen Bandbreite an Figuren, an Geschichten, die hier abgebildet sind. Der Autor hat sich leider mit 35 Jahren das Leben genommen, hat aber noch weitere Texte hinterlassen, die ich jetzt unbedingt lesen will, denn Rashomon hat mich absolut fesseln können von der ersten bis zur letzten Seite. Wenn es weitere japanische Autoren gibt, die ihr mir empfehlen könnt, außer Murakami, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eine Sache noch, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Ilke von Buchgeschichten beim Buchblog Award unterstützt. Ich mich auch.